Moin moin Leute und willkommen zu einem ganz kleinen Tutorial. Ja, das soll ein sehr, sehr kurzes Video werden und dementsprechend fange ich auch sofort an. Ich hoffe, dass ich euch hier überhaupt nicht spoilere, denn wir befinden uns hier nach dem Frankreich-GP und ich wollte euch mal ganz kurz zeigen, wie man den Schwierigkeitsgrad umstellen kann, denn es ist am jeweiligen Rennwochenende immer ausgegraut, der Schwierigkeitsgrad. Blöde Sache, natürlich möchte man das nicht und dementsprechend könnt ihr den Schwierigkeitsgrad leider nur ändern, warum auch immer, wenn ihr in diesem Pausebildschirm seid. Und da müsst ihr auf die Taste drücken, in dem Fall ist es jetzt die Start-Taste auf dem Xbox-Controller, beziehungsweise die Options-Taste gewesen, mit der ihr quasi rechts unten in das Menü kommt. Ihr müsst euch wirklich beeilen, insbesondere auf dem PC, wenn ihr es auf einer SSD habt. Und hier könnt ihr fürs Wochenende den Schwierigkeitsgrad bestimmen. Und das ist die einzige Möglichkeit tatsächlich. Und dementsprechend würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr nicht wisst, auf welchem Schwierigkeitsgrad ihr fahren sollt, probiert es erstmal im GP-Modus aus, einen Schwierigkeitsgrad, und geht dann erst in der Karriere entsprechend zum entsprechenden Rennwochenende. Schaut erstmal, was für Zeiten fahrt ihr im Qualifying im GP-Modus oder vielleicht auch mal ein 5-Runden-Rennen und guckt mal, wie ihr da mithalten könnt. Und als kleiner Orientierungspunkt, von 105 auf 110 war es zumindest in Melbourne so, dass die KI etwa eine Sekunde pro Runde rausgeholt hat. Dementsprechend kann man schon rechnen, dass ein Punkt hier durchaus bis zu 2/10, teilweise sogar noch ein bisschen mehr ausmachen kann. Dementsprechend, ja, so ändert man den Schwierigkeitsgrad. Ist ein bisschen blöd. Ich hoffe, dass sie das noch fixen, dass es auch innerhalb des Rennwochenendes geht. Ich kann mir vorstellen, einige von euch wollen jetzt nicht ewig lang an den Trainingsprogrammen sitzen, aber trotzdem eine Herausforderung im Rennen haben. Ja, wenn euch das Video weitergeholfen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten ein Abo da lassen, wenn ihr neu auf dem Channel seid, um nichts weiteres zu F1 2018 zu verpassen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Wir sehen uns auf der Strecke. Bis demnächst.